Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X. Ich gehe direkt mal weiter. Wir sind momentan auf dem Weg Richtung Senakent und wollen die große Beschwörung erlangen, beziehungsweise Yuna, um damit Sinn zu besiegen. Unsere Freunde versuchen natürlich, einen Weg zu finden, das Ganze zu verhindern, dass Yuna sterben muss, aber bisher, wie gesagt, wir sind fast am Ziel, bisher wurde leider noch keine Lösung gefunden dafür. Aber die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Ja, aber bald sind wir auf jeden Fall im Tempel von Senakent. Beziehungsweise sind wir, glaube ich, jetzt schon da, ne? Speichern wir erstmal ab. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. So. Gibt es hier irgendwas? Übersehe ich was? Aber ich denke, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal nach drinnen. Journeyer of the long road, name yourself. I am the summoner Yuna. I have come from the island of Bisaid. Your eyes, my dear, show me the long road you have traveled. Very good. You have journeyed well. Lady Yuna Leska will surely welcome your arrival. Go to her now, and bring your guardians with you. Go. Yes. Ja, ich dachte mir, dass das nur ein Leibloser ist. Wieder mal. Die ganze Stadt scheint nur noch von Leiblosen beseelt zu sein. If it might benefit the future of Spira, I will gladly give my life. It is the highest honor for which a guardian might ask. Use my life, Lady Yokan, and rid Spira of sin. What? What was that? Our predecessors. She said Lady Yokan, didn't she? Wait, she guarded High Summoner Yokan? This dome is filled with pyreflies. It's like one gigantic sphere. People's thoughts remain here forever. Müsste ja bedeuten, dass wir auch da drin gespeichert werden. Da oben ist eine Kiste. Mein Gott, war das ein starker Gegner, aber er hat wenigstens einen Level 3 Sphero-Pass gedroppt, den ich noch gar nicht habe. Aber was ich jetzt gerade mal noch machen will. Rikos Limit will nicht so ganz so steigen, wie ich will. Fühlt sich bei Kampfteilnahme, bla bla bla, Kampfgeist, wenn man Gegner Schaden zufügt. Das ist eigentlich das Beste. Das mache ich immer am liebsten rein, bei anderen auch. Was ist jetzt mit Lulu? Die müsste das, glaube ich, auch haben. Kampfgeist, genau. Und bei den anderen sowieso. Und bei Yuna ist Barmherzigkeit. Das reicht eigentlich soweit. Ja. Gehen wir mal weiter. So, da oben ist die Kiste. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich habe gerade gesehen, dass der Gegner, den ich hatte, ich Weihwasser von kriege. So, und weiter. Oh Gott sei Dank, hier oben ist ein Speicherpunkt. Die Gegner sind nämlich wirklich ein ganz schöner Happen. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ah, ich habe gerade gesehen, dass ich was übersehen habe. Ich muss nochmal zurück. Oh, bei solchen Wegen ist es eigentlich nie so doll. Moment, das muss hier... Genau, ich sehe es schon. So, da. Ja, man kann das super leicht übersehen, finde ich. Ah, cool, ich finde die Gegner toll. Die geben mir Level 3 Sphero besser. Das ist richtig cool. 10.000 Jill haben wir bekommen. Mein Gott, ich nehme schon so lange auf und davon sind gerade mal effizient 3 oder 4 Minuten jetzt gewesen. Ja, ja, so ist das. Zum Glück bin ich gleich wieder beim Speicherpunkt. Ich habe schon wieder eine Menge HP gelassen. So, Gott sei Dank Speicherpunkt. Da muss ich direkt nochmal abspeichern. Wie gesagt, ich habe super viele HP jetzt gerade gelassen. So, Moment. So, gerade meinen Timer nochmal neu gestartet. Ach ja, gehen wir mal weiter. Was ist das denn? Ah. Accept you. I don't care about them. I need you, Mother. No one else.
I don't have much time left. Hey, wasn't that... Seymour? Ja, das war eindeutig Seymour. So, dann gehen wir uns mal die Kisten noch holen. Also wie wir ja jetzt erfahren haben, ist scheinbar Seymours Mutter eine Astra geworden, also eine Beschwörung. Man fragt sich ja nur, ob das Ganze letztendlich geklappt hat und wenn ja, was für eine Beschwörung sie wurde. Mein Inventar ist tatsächlich voll. Ich glaube, ich sollte mal verkaufen gehen. Hä, was war... Achso, oh. Verstehe. Hey, Braska. You don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Auron, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Auron. Ja, so war das damals. Ich muss mal gerade nebenbei ein bisschen heilen, weil ich meine Kämpfe immer so mit wenig HP anfange, dass es echt anstrengend ist. So. Die hauen je nachdem super mega rein. Ja, es wird Zeit, dass ich vielleicht mal zu einem Händler komme, aber ich glaube, hier kommt keiner mehr, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste dann doch so langsam mal ein bisschen was verkaufen. Nach jedem Kampf muss ich irgendein Item auswählen. Ich werde auch in der Pause vom nächsten Part dann mal die ganzen Sphero-Level noch einsetzen. Ich habe momentan 5 bei jedem. Das ist schon eine ganz schöne Menge. So, wo sind wir denn nun? Anscheinend der Aufgang zum Tempel. Fortuna-Spheroid. Tatsächlich brauche ich aber eher Glücksspheroiden. Fortuna-Spheroiden habe ich momentan so viele. Aber ich kann sie halt nicht wirklich benutzen. Are the trials ahead? Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin. So, dann speichern wir nochmal. Wir haben es jetzt anscheinend geschafft und wir sind jetzt im Yevendom und müssen jetzt die Prüfung dieses Tempels bestreiten. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das nochmal genau war. Was wollen die jetzt von mir? Ich bin mir gerade nicht sicher, was das hier wird. Oh, verstehe. Ich verstehe. Okay, machen wir das nochmal. Wir brauchen das. Das war richtig. Das war richtig. Und das war richtig. So, dann brauchen wir... Ich guck mal, ob das der ist, den wir brauchen. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Ah, das war es sogar. Okay, wir haben alle Formen soweit fertig. Was passiert jetzt? Ich kann mich leider gar nicht mehr an diese Prüfung hier erinnern. Okay. Müssen wir die reinschieben oder was passiert jetzt genau? Wei, oh wei. Moment, lasst mich mal gerade schauen.
wo ich irgendwo drauf trete. Also, ich brauche zwei solche Eckdinger, zwei blaue und zwei grüne. Zwei Eckdinger. Ich bin mir gerade nicht sicher, woran ich das genau erkennen soll. Eckding? Nee, das ist so ein grünes. Okay. Und das hier? Ein Eckding. Oh, das war falsch. Aber dann weiß ich schon mal, die zwei waren richtig. So, machen wir das nochmal. Das. Probieren wir das mal noch. Das war auch richtig. Jetzt haben wir die zwei roten. Wie jetzt? War das doch nicht richtig? Oder habe ich jetzt zu lange gebraucht, um das nächste aufzudecken? Noch ein Eckding. Das war falsch, okay. Ja, das muss man sich erstmal gerade anschauen. Oder hatte ich irgendwo... Ah, Moment, ich gehe mal gerade an dieses Display. Vielleicht muss ich das erstmal auswählen. Ah, okay. Ich mach's nochmal kurz. Da und da, dort, dort und dort. Okay. Also das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Dann brauchen wir... Oh shit, welches war das? Ich glaube das hier. Nee, oder? Doch, das war richtig. Und jetzt brauchen wir zwei Lila, ne, die hier drüben sind. Einmal das hier. Oder blau eher gesagt, wie auch immer. Und das. Das war, glaube ich, richtig. So, haben wir Nummer 1 fertig. Jetzt gehen wir nochmal in den Raum davor. Und machen den nächsten Altar hier rein. Ein Loch für einen Spheroiden. Na, ich will den jetzt nicht... Ich will den eigentlich nur schieben. Ich kann den nicht schieben. Wie war das nochmal genau? Ach, okay. Wie auch immer, ich musste X drücken. So, das ist dann wohl unsere nächste Prüfung. Ich will das aber gerade nochmal checken, ob das jetzt hier immer noch so abgespeichert ist. Genau, der eine leuchtet, das ist gut. Schauen wir uns das nochmal an, wo diese Teile sind. Da sind 3, 4... Oh wei, oh wei. Also das hier brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Genau, dann ich glaube das hier. Das? Nee, das war falsch. Schade. Ach, schade, schade. Gehen wir nochmal gucken. Das hatte ich richtig, das richtig. Ah, okay. Verstehe. So, das war's. Das. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das. Das. Dann war es auf jeden Fall hier unten das. So, jetzt fehlt uns noch ein rotes und ein blaues. Ich glaube, das hier braucht... wir. Ach, und das Grüne. Ach nee, wir haben jetzt schon ein grünes. Welches war denn das? Hier unten war eigentlich ein rotes, soweit ich weiß. Das, das und das ist klar. Ah, okay, da. Nochmal. Also das hier. Das. 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 Kann ich mir das zwischendurch nochmal anzeigen lassen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das hier. Dann war es das hier. Und ich glaube, ganz hier links drüben das. Bin ich fertig? Ja, schön. Gut. Hätten wir das auch geschafft. So, Nummer 2. Jetzt gehen wir nochmal in den Raum nach drüben und schauen mal, was wir jetzt machen müssen.
Ja, hier kann ich nicht schieben. Da sagt es mir nur, ich brauche ein Loch für ein da ist ein Loch für einen Spheroiden. So. Oh wei, oh wei. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt alles aktivieren müssen. Das, das. Da unten die zwei, die und das ganz in der Ecke. Oh Gott, ich glaube, ich muss es gerade nochmal machen. Das, das, die zwei, da und da. Okay. Also das hier. Das hier. Das. Das. Dann waren es hier unten die zwei. Das. Und das hier. Das war, glaube ich, jetzt relativ einfach. Genau. Gut. Okay, hätten wir also die nächste Plattform errichtet oder was auch immer das sein soll, das nächste Zeichen hervorgerufen. Jetzt müssen wir noch die anderen aktivieren. Loch für Spheroiden. So, das nächste Zeichen. Hahaha. Okay, 6 von den roten Eckdingern, 2 blaue und ein grünes brauchen wir. Okay. Rot, 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 rot. Also alle roten, die zwei blauen und das grüne. Das. 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 Nee, das war falsch. Schade. Okay, nochmal gucken. Hubala. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur gerade zu dem Ding hingehen. So. Rot, 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 blau, grün. Achso, da ist das Grüne. Also das hier. Das hier. Das. 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 Jetzt haben wir schon mal 3 rote. Wo waren die anderen? Hier ist ein rotes. Ich glaube, hier war eins. Ein blaues brauche ich noch. Ich weiß aber nicht, ob das das hier war. Nee, das war es nicht. Nochmal angucken. Die roten hatte ich. Ach, da unten fehlte noch das eine. Und das blaue da drüben, verstehe. Also das hier. Das hier. Das blaue. Ach, shit. Ich war mir nicht mehr sicher, ob da ein rotes war. Nochmal. Das. 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 Also ich brauche noch ein blaues und insgesamt 4 rote noch. Das ist das blaue. So, noch 3 rote. Oh nein, das war es nicht. Ja, ich weiß, wo die sind. Okay, nochmal. Das hier brauche ich. Das. Das. Und das. So, da haben wir schon mal die blauen und die grünen. Ein rotes habe ich bisher. 2 rote. 3 rote. 4 rote. Nee, das war kein rotes. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo die anderen 2 roten waren. Aber so den Rest weiß ich jetzt. Oh, da war ein rotes, okay. Da war ein weißes. Wo war noch ein rotes?
Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich und das. Okay. Einmal noch. Okay. Gut. Das. 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 Ja, ja. Trial and Error. Aber sowas von. So, dann habe ich das. Hier unten was. Das hier. 4, 5. Und 6. Yay, geschafft. Hat ja lang genug gedauert. So, da haben wir den nächsten Punkt. Ich werde jetzt an der Stelle aber erstmal den Part beenden und wir sehen im nächsten Part, wie die Prüfung hier weitergeht. Also bis dahin, viel Spaß noch. Ciao.